Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Oh yeah, ihr seht, es sind schon einige Tage vergangen. Wir haben jetzt schon so Mitte, Ende Frühling. Ich habe fleißig offscreen gespielt. Dennoch habt ihr eigentlich so gut wie gar nichts verpasst. Ich habe hier ein bisschen vergessen zu gießen, da sehen wir mal drüber hinweg. Ich habe fleißig Pflanzen angebaut, geerntet, habe mich um die Tiere gekümmert und habe etwas die Zeit verstreichen lassen. Habe hier und da mal ein paar Erze abgebaut und das war's. Aber ich möchte jetzt direkt zu Beginn der Folge, zu Yokusa die letzte Aufgabe abgeben. Wir haben ja jetzt genug von den Blumen. Wir brauchten ja noch ein paar Glockenblumen für Yuzuki, die haben wir ja inzwischen. Und dann ist es jetzt an der Zeit, da einfach mal hinzugehen. Oh yeah. Da, ba, ba, ba. Oh, hier kann ich wieder Sachen ernten. Ich bin so schlimm. Ja, wie gesagt, ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Ich habe wirklich einfach nur ein bisschen die Zeit verstreichen lassen. Hab die Tiere und die Pflanzen gepflegt. Und das war's. Ich hab noch mal was gemacht. Ich habe ein paar mehr Fischgehege bauen lassen. Dass ich mehr Austern habe. Ich habe sogar nicht einmal meine Kleidung bestellt oder abgeholt, die ich brauche oder haben möchte. Mhm. Ich war sehr vorbildlich. Ich habe wirklich so wenig gemacht, wie nur irgend möglich. So, jetzt sammle ich noch ganz kurz das alles ein. Eine Sekunde. Ich bin so ein kleiner Messi, wisst ihr ja. Ich muss aber alles einsammeln. So, ich sammle noch kurz hier Hallo. Jetzt sammle ich hier auch noch ein bisschen die Ume ein. Hier ist noch eine, oh, ganz schön viel Ume. So, jetzt aber. Yuzuki, hey! Na ja, oh, Kinder sind zu Besuch, wie süß. Ich habe viele ungewöhnliche und seltene Werkzeuge, die ich für meinen Haarschmuck benutze. Guck sie dir ruhig an, wenn du willst. Konntest du alle Materialien sammeln, um die ich dich gebeten hatte? Ja, haben wir alles. Du hast alles wundervoll. 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 Danke für deine Hilfe. Ja, das ist alles, worum ich gebeten hatte. Wunderbar. Ich sage dir Bescheid, wenn ich bereit bin anzufangen. Oh yeah, wir haben es geschafft. Die Stadtverbundenheit zu Yokusa wurde erhöht. Wir sind jetzt Rang A. Sehr schön. Es geht langsam voran. Vielleicht gibt es dann morgen jetzt auch neue Sachen zu kaufen. Bestimmt gibt es morgen neue Sachen zu kaufen. Das ist ja dann nochmal, wenn der Rang aufsteigt, dass sich dann das Sortiment etwas erweitert. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da müssen wir mal gucken morgen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich jetzt... Ah ja, genau, die Kleidung. Genau. Das machen wir gleich mal. Bei Miranda können wir inzwischen ja auch, denke ich mal, das eine Kleid noch abholen. Welches mir hoffentlich besser steht. Aber erstmal gehen wir kurz zu Shizu. Und geben das andere Kleid in Auftrag. Hallo. Jetzt mal kurz ein Hallo sagen. Hallo, hallo, hallo. So. Okay. Achso, wir konnten das direkt abholen. Ja, genau. Okay, dann haben wir das ja jetzt. Dann können wir das dann direkt ausprobieren. Da gehen wir nochmal, wie gesagt, nochmal ganz kurz zu Miranda. Geben dort das nächste Kleid jetzt in Auftrag. Das war so rum, sorry. Wo ist mein Pferd? Da. Und dann probiere ich das mal aus. Also an. Also, ja. Die Uniform halt. Ihr wisst schon. Gut, machen wir das jetzt hier erstmal. Da, Miranda. La, 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 la. Dann sagt am besten auch gleich noch Noel, hallo. Weil da fehlen uns auch noch ein paar Freundschaftspunkte. Kleidung schneidern. Ach ja, neue Items im Sortiment. Da gucken wir gleich. Oh. Strohhut? Ne, das ist fertig. Was haben wir denn Neues? Guck mal, die Katzen und sind auch süß. Ne, sowas finde ich auch süß. Lila Haarreif. Oh, das ist so schön. Boah, da stehe ich so drauf. Boah, ich glaube, das muss ich mir machen lassen. Was habe ich denn alles? Kakaobohnen. Rest muss ich mir machen lassen. Goldener Lama-Stoff, goldener Angora-Stoff. Brauner Alpaka-Stoff plus und grauer Angora-Stoff plus. Das müsste ich eigentlich hinkriegen. Also ich habe keinen grauen Angora-Stoff plus.
Das kriegt man noch hin, aber erstmal. Oh, das ist eigentlich auch schön. So, oh Mann, es gibt so viele schöne Sachen. So. Hier, der gepunktete Ballonrock. Vielen Dank. Ich sollte bis morgen mit der Bestellung fertig sein. Okay. Dankeschön. Ach nee, ich wollte noch zu Noel. Ah, oder Nöl. Nölle. Wenn man es deutsch ausspricht, würde es ja Nölle heißen. Da, hallo Nölle. Nölle. Aber ich glaube, es heißt Noel. Ich glaube, das gibt es als Namen Noel. Auf jeden Fall klingt Noel besser als Nölle. So, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Und probieren die neue Kleidung an. Hoffentlich sieht die richtig schick aus. Ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich dann so, ich weiß nicht, also kann ich einiges einsammeln. Das nehme ich doch mit. Ich weiß gar nicht, das ist ja schon ein sehr schönes, langes Kimono-Kleid. Ob sich das wirklich auch für die Arbeit auf der Farm eignet. Ich meine, natürlich, wir können es einfach tragen und das wird keine Nachteile für uns haben, wenn wir das tragen, schätze ich. Aber es sieht ja vielleicht ein bisschen doof aus. Das sieht schon ein bisschen bäuerlicher aus. Das ist so ein bisschen, da kann man sich gut drin bewegen. Hat schöne, einfache Farben, sage ich mal. Das ist jetzt nichts Extravagantes. Ist eigentlich ganz schick. Schauen wir mal. Wir probieren uns einfach mal an. Ich bin mal gespannt, wie wir aussehen werden. Vielleicht können wir dazu noch ein bisschen Haarschmuck oder sowas machen. Wir gucken mal. Schrank. Da bin ich jetzt gespannt. Da ist es. Oh mein Gott, ist das schön. Irgendwie bewegt sich das Ding da unten gar nicht mit. Hier, das hier. Ob das so festklippen würde irgendwie. Was heißt das? Das gefällt mir gar nicht. Und das ist schon... Gucken, wie ich damit aussehe. Boah, bin ich schon schick. Boah, ich gefall mir voll. guckt mich an. Look at me. Am I amazing? Und reiten kann ich damit auch. Ich habe jetzt relativ viele Blumen eingesammelt. Vielleicht kann ich mir auch so schön Blumenkopfschmuck machen lassen. Kann ich ja mal gucken. Ob da was geht. Weil so ein paar Blumen im Haar finde ich auch noch super schick. Ich bin jetzt hier gerade voll am Machen. Es tut mir leid. ja, ist halt manchmal so. Ich kann auch wieder Sachen einsammeln. Wir kennen das ja nicht. Ich muss hier immer alles einsammeln. Messi Yumi muss alles einsammeln. Das gehört alles mir. Goldmünze. Und hier. So, eine Schüre auch schon. Ist Planschen, ne? In der Ferne. Da werde ich bestimmt wieder einiges einsammeln können. Aber noch Fischreuse. Genau. Geangelt habe ich gar nicht offscreen übrigens. Das habe ich irgendwie total vercheckt. Ich könnte auch mal ein paar Riesengarnelen züchten. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Gucken wir mal. Hallo, Haulani. Sag mal, hallo. Oder Mahalo. So. Das haben wir jetzt hier alles. So, da gehe ich mal zu meinem Gatten. Der mir immer noch Zeug voll berechnet, wenn ich da was bestelle. Finde ich jetzt nicht ganz so nice. Hätten sie vielleicht, ich weiß nicht. Irgendeine Ausrede dafür suchen können, dass er vielleicht irgendwie ein Subunternehmer ist oder dass wir wenigstens Rabatt kriegen oder so, aber dass ich bei meinem eigenen Ehemann voll zahlen muss für die ganzen Sachen, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. So, was haben wir denn so an Deko? Oh, das finde ich auch schön. Da brauche ich aber eine Fackel. Okay, das haben wir nicht alles. Ah, das hier haben wir zum Beispiel. Ja, das könnten wir machen. Oder so ein weißen Blumenkranz. Brauche ich grünen Leinenfaden. Da würde ich mal in absehbarer Zeit jetzt mal mir mal grünen Leinenfaden machen lassen. So, dann machen wir das erstmal. Das finde ich nämlich auch ganz nice. Nein, das wollte ich nicht. Nein, nicht auf Werkzeuge aufrüsten. Ich kenne mich. Dann werde ich wieder süchtig danach. Und dann sind all meine Sachen wieder weg. Ja, wenn ich einmal anfange mit Werkzeuge ausrüsten, ist das ja immer so eine Sache bei mir. Das wisst ihr ja. Gut, da gucke ich mal, ob ich vielleicht noch guten Haarschmuck in Tsukusa herstellen lassen kann.
Was gibt's da noch was Schickes? Ich war zwar vorhin erst da, aber meine Güte. Wobei, die machen auch bald zu, ne? Da muss ich mich jetzt beeilen. Problem ist, dass ich hier süchtig bin, die Sachen einzusammeln. Ja, ist immer so eine Sache. Eine andere Sache ist, wo ist mein Pferd schon wieder? Ach da, das läuft an mir vorbei. Na gut. Mal gucken, die noch schon einsammeln. Die ganzen Daunenpuschel. Noch die Avocado. So. So, Masaru, warte auf mich, meine Gleitpferd. Was auch immer. Ding sie. So, was haben wir denn hier noch? Könnt ihr noch was einsammeln? Natürlich, hier glitzert es doch in allen Ecken. Brotfrüchte. So. Das war's, glaube ich, auch schon, ne? Okay. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zu Shizu. Oder Shizu. Ich weiß gar nicht. Shizu, Shizu, irgend so etwas. Da, 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 da. Sieht gut aus. Da, ba, 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 ba. Was war's? Grüner Leinfaden, ne? Hallo, Yuzuki. Wir haben heute schon die Ehre gehabt. So, was hast du denn für schönen Haarschmuck? Vielleicht gibt's da was, was mir gefällt. Die ganzen Brille jetzt nicht so. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Brauche ich roten Leinfaden und schwarzes Holz. Ah, nee. Nee. Nein, 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 nein. Nee, gefällt mir nicht so. Da bin ich, also was Kopfschmuck betrifft, mag ich die Sachen aus Lulukoko mehr. Auch wenn ich da als einzige Stadt auch die Kleidung an sich nicht so mag. Aber ist halt so. Hier ist mal das eine besser und an einer anderen Stelle das andere. Das ist, glaube ich, normal. Boah, ich erschrecke mich immer vor diesem hyperrealistischen Spatzengeräusch. Dieses Piep. Das klingt halt doch immer sehr real. Na komm. Und ja. So, und dann können wir auch schon langsam mal nach Hause reiten. Da, 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 da. Auch ich liebe die Musik so sehr. Okay, dann sind wir eigentlich heute durch, ne? Sehr schön. Machen wir jetzt gleich noch grünen Leinfaden. Das dürfte kein Problem sein. So. Ja. Grüner Leinenfaden. Nehmen wir einfach Leinen und... ja, irgendwas, Minze. Wie viel waren es? 5 Stück, ne? So, fertig. Ist in der Mache. Kann ich hier nochmal gießen direkt? Ja, sehr schön. Dann gießen wir hier nochmal schnell durch. Oh yeah. Sieht immer so aus, als ob es sieht immer so aus, als ob es regnen würde. Keine Ahnung. Ist schon cool. So, okay, dann schauen wir hier nochmal. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt hier soweit alles bewässert. Und guck mal, wie weit die Palmen schon sind, ne? Das wird definitiv auf Kokosnüsse hinauslaufen im Sommer. Ich bin happy. So, dann können wir jetzt eigentlich auch schon schlafen gehen. Ach, wartet. Ich würde gerne noch meine Versandadresse ändern. Auf Tsuyukusa. Weil wir ja... Versandort ändern. Tsuyukusa, weil wir da ja jetzt wieder Punkte sammeln können. Und wenn ich dann viele Sachen verschicke... bringt das natürlich auch Punkte, wenn ich die nach Tsuyukusa versende. So, sehr schön. Lass uns eine Sache zusammen herstellen. La, 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 tut mir schrecklich leid, dass ich dich zu dieser Stunde störe. Du warst so nett, mir die Materialien zu liefern, also wollte ich mich auf der Stelle an die Arbeit machen. Da es ein Gemeinschaftsprojekt ist, würde ich dir gerne anbieten, dass du mich bei meiner Arbeit beobachten darfst. Außerdem würde mich deine Gedanken und Vorschläge interessieren. Ich möchte immerhin den besten Haarschmuck herstellen. Was dürfen wir denn auch behalten, so ähnlich wie in Lulukoko? Wundervoll. Machen wir uns gleich auf den Weg in Ordnung. Finde ich eh schade, dass wir nicht direkt bei Yuzuki so Haarschmuck bestellen können. Und geht das? Ich weiß es gerade gar nicht. Also gut, fangen wir an. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn du den fertigen Haarschmuck anprobieren würdest. Na gut. Hm.
sieht schon mal nicht schlecht aus. Zeig mal. Moment. Nein. Die Farben gefallen mir. Die passen gut zu meinem Outfit. Ich habe die Platzierung der Blumen ein wenig angepasst. Könntest du den Haarschmuck noch einmal anziehen? Okay. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber die Farben gefallen mir. Oh, wundervoll. Jetzt sitzt er perfekt. Kann ich sehen? Gut gemacht, Yume. Du bist ein großartiges Modell. Dank deiner Hilfe konnte ich ein Schmuckstück kreieren, mit dem ich gänzlich zufrieden bin. Ja, okay. Wie versprochen, darfst du den Haarschmuck behalten. Sehr gut. Rote Blumenhaarschmuck erhalten. Sehr gut, dann können wir dann gleich mal anprobieren. Genau genommen habe ich mir die Freiheit erlaubt, einen zweiten Haarschmuck anzufertigen. Oh? Er hat einen anderen Stil als der erste. Bitte nimm ihn auch. Okay, cool. Oh. Cool. Dann können wir gleich mal anprobieren. Ich mag das Kimono-Kleid so sehr. Juhu, ich habe roten Blumenhaarschmuck und Wisterienhaarschmuck oder Wisterien. Ich weiß gar nicht genau. Es sind irgendwelche Blumen. Wie hübsch. Ich sollte beide sicher in meinem Schrank aufbewahren. Das eine ist bestimmt dann auch mehr so für Jungs oder so. Hallo. Hä, ich grinse echt breit. Wie meinst du das? Ikalamai, wenn ich dich sehe, bin ich manchmal einfach so glücklich. Das ist... Oh Gott, das ist... Oh, du bist so süß. So, okay. Ich möchte mal ganz kurz jetzt gucken, was wir jetzt hier bekommen haben. Kopfbedeckung. Was habe ich denn hier? Oh, die ist ja süß. Wo habe ich denn die her? Oh, die ist ja niedlich. Was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, voll toll. Ich glaube, den behalten wir. Also den lasse ich erstmal so am... Oh. Bin ich nicht voll sweet? Das passt aber die Frisur nicht mehr so wirklich. Muss ich mal gucken, vielleicht gehe ich doch mal zum Friseur. Oh. Raman, es hat neue Sachen im Angebot. Sehr gut. Wir haben ein paar neue Waren. Okay. Redaktion hat auch Neues. Und theatralisch ebenfalls. Du scheinst den Leuten hier in Tsuyokusa sehr nahe zu stehen. Du bist quasi ein inoffizielles Mitglied unserer Stadt. Was würden wir nur ohne dich machen, Yume? Hoffentlich brauchst du uns bald wieder. Okay. Besuchst du uns bald wieder, meine ich ja. Oh, es gibt einige neue Sachen in Tsuyokusa. Sehr schön. Shizu meinte auch jetzt, dass sie neue Sachen hat. Da bin ich auch mal gespannt. Oh yeah, da kann ich wieder mal mir ein paar Sachen vielleicht aufschreiben auf meinen Zettel und mir neue Kleidung machen lassen. Weil ich bin echt begeistert. Gefällt mir wirklich gut. Cool. Ich guck gerade, die Glockenblumen brauchen noch ein bisschen. Die Gurken sind auch fertig. Mensch, ordentliche Ausbeute hier heute auf dem Feld. Wahnsinn. Weitere Erdbärchen. So, Margareten würden noch gehen. Ah, ich mache lieber Kartoffeln. Kartoffel. Tomatel. So. Ich denke mal, alles wird nicht fertig werden. Ich sehe einfach mal den Scheiß aus. Also die Kartoffeln werden jetzt definitiv fertig werden. Aber wenn ich dann später vielleicht noch Margareten oder sowas aussehe, könnte das knapp werden. Aber nicht so schlimm. So, dann bin ich mal gespannt, wie uns auch das andere Outfit dann passen wird. Dann gehen wir auf jeden Fall dann zum späteren Zeitpunkt des heutigen Tages dann nochmal hoch in die Städte, bestellen das weitere Outfit und gucken, dass der Haarschmuck aus der anderen Stadt fertig ist. Wobei ich den Haarschmuck, den ich jetzt habe, eigentlich ganz passend finde erstmal. Den behalte ich, glaube ich, auch erstmal an. Aber da wird sich, denke ich, mal hier und da noch was tun. Meh. So, na, ist ja da alle putzmunter? Miau. Ich hoffe, euch geht's allen auch gut.
Melkmaschine. So. Ach, habt ihr Hunger? Habt ihr kein Futter? Dann muss ich gleich mal gucken. Kyoto hat auch kein Futter mehr. Dann muss ich mich jetzt hier mal ein bisschen kümmern. So, okay. Ah, du willst geschworen werden. Kein Problem. Okay, Freunde, ich würde aber mal sagen, das war jetzt genug für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage dann einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.